Liebe Freunde der Genealogie-Software, der Raum ist voll und wir freuen uns, dass wir wieder so einen großen Andrang haben. Es zeigt sich, dass wohl jeder von uns Familienforschern in irgendeiner Art und Weise mit einer Genealogie-Software zu tun hat. So freuen wir uns, dass Dirk Böttcher unserer Einladung sofort gefolgt ist, zumal auch im Moment einige Neuigkeiten seines Programms Ahnenblatt zu verkünden sind. Und wir sind alle gespannt, was es an Neuem gibt und freuen uns. Dirk, das Podium für dich. Alles klar. Ja, hallo und schönen guten Abend. Mein Name ist Dirk Böttcher aus Hamburg. Habe gehört, es sind einige aus Hamburg auch dabei, die dazuhören. Ich werde heute mein Programm Ahnenblatt vorstellen. Ich bin da Entwickler. Es ist eine Genealogie-Komplettlösung, will ich es mal so nennen, weil sie ja den Anspruch erhebt, alle Bereiche abzudecken, ist also nicht auf irgendwie ein Spezialgebiet fokussiert. Und der Vollständigkeit halber, ich bin auch Mitglied des Vereins für Computergenealogie, der mich freundlicherweise eingeladen hat. Da schon mal für herzlichen Dank und bin Mitglied seit 2009, habe ich mal recherchiert. Und das Thema ist Neuigkeiten. Also von der Idee her werde ich ein bisschen Intro geben, also ein bisschen Einstieg in die Software zeigen, werde dann die neuesten Änderungen zeigen. Ich werde im Folgenden, weil Ahnenforscher sind eine große Familie und in der Familie duzt man sich, werde ich auch das Du einfach mal verwenden. Ich hoffe, das wird niemanden stören. Wir haben die Version Ahnenblatt 3.25 oder 25. Das ist so der Einstiegsbildschirm. Und ich kriege also gleich zu Beginn angeboten, was ich an Standardfunktionen habe. Ich kann die letzte Datei öffnen. Ich kann eine neue Familie anlegen und so weiter. Ich kann eine Getcom-Datei öffnen. Ich kriege hier auch Tipps aus der Hilfe oder kann auch die Ahnenblatt-Seite oder auch eine Support-Seite aufrufen. Ich habe mir für den Einstieg was ganz Verrücktes heute mal einfallen lassen. Wir machen mal was ganz Außergewöhnliches, weil in der Regel für solche Präsentationen bereitet man ja immer irgendwelche Ahnendateien vor, die man dann vorführt, so ein Programm vollständig geführt zu zeigen. Kann man auch, habe ich natürlich auch gemacht, aber wir werden mal eine neue Familie anlegen. Ich werde mal völlig bei Null anfangen, damit man auch so mal den Eindruck kriegt, wie sieht denn überhaupt so ein Eingabedialog aus? Sonst hat man am Ende die Präsentation gesehen und weiß noch nicht mal, wie sieht der Eingabedialog aus. Also das wäre schade. Und ich werde, ja, ganz, ganz einfache Familie, das ist alles ja fiktiv, was ich jetzt eingeben werde. So sieht das aus. Ich fange mit einer neuen Person an und gebe erstmal den Namen ein und fange erstmal an mit dem Verfahren hier. Mit dem Namen, Geburtsnamen und den Vornamen und muss doch das Geschlecht auswählen und kriege auch schon gleich den ersten Dialog hier angezeigt und kann jetzt hier weitere Daten eingeben. Wir fangen mal an, dass wir mal Geburtsdatum eingeben. Der Kollege ist in Hamburg geboren. Ich habe hier einfach mal nur aus Einfachheitsgründen das Jahr einfach nur verwendet. Und er ist auch getauft, sagen wir mal 1905, auch in Hamburg. Falls da jetzt irgendwelche Fehler bei der Eingabe sind, ist das durchaus beabsichtigt. Da werden wir dann vielleicht später nochmal drauf zukommen. Dieses ist der Eingabedialog im Modus einfach. Das ist hier unten in der Statuszeile von dem Eingabedialog auch mal zu sehen. Wenn ich den jetzt hier mal schließe. Bei dem allerersten Aufruf würde mich nämlich die Software normalerweise begrüßen, wenn ich das noch nie gemacht habe. Eingabemodus möchte ich vollständig oder einfach. Wir hatten jetzt hier den Eingabemodus einfach, nämlich Ahnenblatt ist eins der wenigen Programme, was zwei verschiedene Eingabedialoge hat. Und zwar einfach, um eine bessere Übersichtlichkeit zu bekommen oder vollständig, wo ich wirklich Detaildaten auch eingeben kann. Man wechselt nicht ständig hin und her, entscheidet sich vielleicht in der Nutzung für einen der beiden und ja, nutzt das dann im Prinzip. Dies ist jetzt einfach. Ich habe hier auch Reiter, Notizen, Quellen, Medien. Und einen Lebenslauf habe ich hier auch. Ich sehe auch schon gleich hier, was für Ereignisse in dem Leben des Manfred Mann waren. Wir können hier auch Medien eingeben. Ich kann hier also auch, es wurden in der Zwischenablage gefunden. Nein, ich möchte jetzt nicht. Der fragt nämlich auch, wenn er in der Zwischenablage Bilder findet, ob er die einfügen soll. Wir fügen den mal ein. Und das ist hier der Manfred Mann. Und dann haben wir auch ein Bild. Soll die Datei in den Mediaordner dieser Ahnendatei gespeichert werden? Ahnenblatt versucht immer, die Medien, also die Bilder, in einem gemeinsamen Ordner zu sammeln und dann
dieser Ordner lehnt sich in der Namensgebung immer an dem Namen der Ahnendatei an. Da wir aber ja noch gar nicht gespeichert haben, wird das ein bisschen schwierig, aber ein Medienordner soll angelegt werden. Dafür muss die Datei einmal gespeichert werden. Das machen wir einfach mal kurz. Und wir nennen einfach die, weil es so schön ist, ist eine Beispieldatei, CompGen. Und wir speichern das unter CompGen an. Und die Bilder würde er dann in ein Verzeichnis kopieren. Und das sieht man hier rechts oben auch schon, den Dateipfad CompGen Media. Also es geht in so einen Media-Ordner, gehen die ganzen Bilder, die ich jetzt hier zufügen würde, rein. Jetzt möchte ich auch noch mal eine Frau hinzufügen. Das mache ich hier auch noch mal eben. Das ist hier auf der rechten Seite, Verwandte hinzufügen. Und da möchte ich jetzt einen Partner hinzufügen. Und das ist, Mann heißt Mann, die Frau heißt Frau, die Frauke Frau. Die fügen wir einfach mal hinzu und können dann hier auch zu der Dame wechseln und hier jetzt auch Daten eingeben. Die beiden haben auch noch ein gemeinsames Kind, das können wir hier auch noch mal hinzufügen, nämlich eine Tochter. Das ist die Minna, nennen wir sie einfach mal. Minna Mann, okay. Es wird noch nach den Eltern gefragt, das muss ja nicht so stimmen, nur weil Frauke Frau ein Kind hat, muss ja nicht Manfred Mann der Vater sein. Ich bestätige das, das ist nämlich richtig und würde jetzt bei dem Kind auch nochmal ein Geburtsdatum eingeben. Das ist jetzt zum Beispiel geboren 1931 in Kiel. Ich kann das Ganze mal schließen. So sieht das hier schon im Navigator aus. Ich habe eine ganz, ganz kleine Familie. Ich möchte noch weitere hinzufügen. Und zwar hat der Manfred Mann, der hat auch noch einen Vater. Das kann ich auch aus dem Navigator einfach mal durch anklicken, der farbigen Felder machen. Das ist der Oswald Hermann. Und wir können den Eingabedialog auf verschiedenste Weise mal wechseln, also vom Modus einfach. Ich klicke einfach auf das Wort, einfach mal zu vollständig. Okay. Ansonsten finde ich auch alle Optionen, die jetzt hier diesen Eingabedialog betreffen, immer unter diesen Zahnrädern. Da kommt auch das Wort Optionen, ist jetzt ein bisschen verdeckt. Aber da habe ich auch die Möglichkeit, hier nochmal Einfluss zu nehmen in der Optik. Und da ist auch Eingabemodus festlegen. Da habe ich jetzt hier oben ein paar Reiter mehr. Da sehe ich also auch Partner und Kinder, Eltern und Geschwister. Das war vorher noch nicht. Ich habe hier sogar Aufgaben, die ich hier hinterlegen kann. Ist hier momentan noch nichts eingetragen. Wollen wir mal bei Media was eintragen. Und zwar dann wollen wir dem auch nochmal ein Bild hinzufügen. Immer noch ein Bild in der Zwischenablage. Na, sowas. Da nehmen wir mal, was ist denn der Vater? Das ist er hier. Soll das in den Media-Ordner kopiert werden? Die Frage, die bejahe ich hier. Ich könnte auch immer anzeigen, das hier rausnehmen, da würde das nicht wieder erscheinen. Also ich sage an dieser Stelle mal ja, die Person ist eingefügt. Der Bildtitel wird hier automatisch auch als Titel gewählt. Das macht in diesem Fall sogar Sinn. Manchmal nennt man die Bilder ja auch schon gleich nach dem Namen der Person. Dann hat man hier schon gleich was drin. Man könnte hier auch noch den Inhalt beschreiben und sagen, ah ja, es ist eine Person. Es könnte ja auch ein Dokument sein, was ich jetzt eingefügt habe. In diesem Fall ist es eine Person. Was kann ich hier an der Stelle auch? Ich kann dem Ganzen auch nochmal ein Geburtsdatum hinterlegen. Das sieht in diesem Dialog ein bisschen anders aus. Nicht so strukturiert. Dafür habe ich aber auch die Möglichkeit, hier weitere Ereignisse hinzuzufügen. Wir wollen Geburt, ist ja auch hier als Zeile schon gleich mal vorgegeben. Wollen wir mal eine Geburt einfügen? Wir nehmen mal das Jahr 1879. Und ich kann beim Namen nämlich auch noch, und das werden wir nachher später vielleicht nochmal sehen in irgendwelchen Listen, ich kann auch noch einen Rufnamen hinterlegen hier beim Namen. Das mache ich einfach jetzt mal. Der Hermann, der zweite Vorname, war nämlich sein Rufname. So, die Person hat auch nochmal eine Partnerin. Da geben wir jetzt auch nochmal jemanden ein. Die heißt einfach mal Menno. Auch Menno. Elisabeth Maria. Na, Moment, ich habe mich hier getan. So, und das ist natürlich nicht männlich. Obwohl es auch gehen würde, ich könnte jetzt auch männlichen Partner nehmen. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften wären auch möglich, aber ich habe das hier gesehen, nicht verändert. Weiblich natürlich. Habe jetzt die zweite Person, da wird auch wieder nach den Kindern gefragt. Und ich bestätige mit ja, das ist das gemeinsame Kind. Jetzt direkt den Eingabedialog der Person öffnen, kann ich machen. Denn ich möchte hier auch an dieser Stelle ein Bild hinzufügen. Was ich auch kann, was auch mal ganz nett ist, ich kann auch Bilder hinzufügen. Wenn ich jetzt den Eingabedialog von der Mindermann aufrufen möchte, oder nee, wir waren ja eben gerade bei der Elisabeth, und möchte direkt zum Bilderdialog, ich kann auch einfach nur auf dieses Feld hier kein Bild ein draufklicken. Mache ich einfach mal. Und dann lande ich automatisch immer in diesem Media-Reiter automatisch auch, weil da fehlt mir jetzt ja auch ein Bild. Und was ich auch machen könnte, ist, ich könnte auch mir einen Ordner öffnen mit den Familienfotos
Und ich könnte natürlich auch die Bilder jetzt hier per Drag and Drop hier reinziehen, also linke Maustaste festhalten, draufklicken und einfach da so rüberziehen. Und dann wird gefragt, möchte ich die einfügen? Ja, nein. Und dann ist die eingefügt. Also so einfach kann man hier auch mal ein paar Bilder einfügen, die dann auch hier in der Übersicht in dem Navigator auch zu sehen sind. Minna Mann hatte noch kein Bild. Wir wollen es jetzt nochmal vervollständigen hier. Das ist die Minna. Ja, mit Doppelklick kann ich auch die Bilder vergrößern, wenn ich die mal größer angezeigt haben möchte. Was fehlt mir noch? Ich kann noch mal in der Übersicht gucken. Ja, Frauke Frau hat noch kein Bild. Da können wir auch noch mal eins einfügen. Und Eltern hat sie auch noch nicht. Das machen wir auch noch mal eben schnell. Wir fügen also mal ein Bild ein. Und tragen auch noch mal mehr Eltern ein. Hier wird auch schon gleich der Geburtsname vorgegeben. Also der Vater. Es wird immer davon ausgegangen, dass der Vater auch den gleichen Geburtsnamen hat. Das muss nicht sein. Ich könnte es jetzt auch ändern. Aber wir lassen das jetzt einfach mal. Wir tragen jetzt auch noch mal den Vornamen ein. Paul. Und Mia eintragen. Und wir tragen auch noch eine Frau ein. Das ist eine Frau, das ist nämlich die Bäcker mit Kurznamen. Und sie heißt Bertha Elisabeth Bäcker. Möchte ich direkt aufrufen? Ja, kann ich jetzt an dieser Stelle machen. Interessant vielleicht auch nochmal ganz kurz gezeigt, da unter Daten sind ja die Ereignisse alle gelistet. Hier sind auch viele Ereignisse, die noch gar nicht befüllt sind. Die kann ich natürlich auch alle einzeln noch befüllen. Hier unten sind dann immer die Felder dazu. Ich kann Adressen eingeben, also da habe ich jetzt hier zum Beispiel den Beruf. Ich kann Beruf, eine Adresse eingeben, den Arbeitsplatz, Notizen, Quellen kann ich hinterlegen, Medien, vertraulich, gibt es hier auch nochmal. Ich kann was auch vertraulich markieren, ich kann auch Medien speziell zum Beruf hinterlegen. Und was wir auch nochmal machen können, ist, haben wir denn jetzt überall Bilder hinzugefügt? Nee, wir haben bei der Bertha noch kein Bild hinzugefügt. Machen wir auch nochmal Bertha nochmal ein Bild dazu. Haben jetzt hier also im Navigator schon mal recht gut gefüllt. Haben also zwei Generationen eingeben. Was wir nochmal machen, ich kann nicht nur Bilder hinzufügen, ich kann auch... ich kann natürlich beliebige Dokumente hier auch hinzufügen. Die Frage mit der Zwischenablage kommt immer. Ich kann also auch beliebige Dokumente hinzufügen, wenn ich möchte, eine Filmdatei, eine Tondatei, Dokumente und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle nichts hinzufügen. Ich habe aber hier ja schon eine Geburt eingegeben. Nochmal ganz kurz gezeigt. Ich kann bei einer Geburt Quellen, ich möchte eine Quelle hinterlegen und da gibt es auch Medien, also hier so zweistufig sogar die Reiter, Medien. Wir wollen mal eine Urkunde einfach mal hinterlegen. Und wie das dann in der Ahnenforschung oftmals so ist, ja, möchte ich auch wieder kopieren. Da wird nochmal nach dem Namen gefragt. Ja, so soll die Quelle heißen. Ich habe jetzt hier wirklich eine Quelle hinterlegt. Ich kann mit Doppelklick das auch öffnen. Wie das oftmals so ist, und das ist vielleicht auch eine ganz interessante Funktion, einfach mal gezeigt, in dem Dokument, das ist vielleicht eine Geburt, ein Geburtseintrag oder ein Taufeintrag vielleicht, den würde ich dann bei der Taufe hinterlegen. Aber da sind oftmals auch Daten zu den Eltern hinterlegt. Da steht vielleicht der Vater mit dem Beruf, da steht die Mutter mit dem Beruf. Vielleicht steht bei dem Kind beim Taufeintrag vielleicht auch nochmal eine Religion ist dahinterlegt. Es ist der Vater und Mutter werden erwähnt nochmal namentlich, also dass es die gibt. Das ist ein Button hier, dieses grüne Pfeilchen, womit ich diese Quelle zu woanders hin kopieren kann. Also ich kann das auch zur Religion kopieren, ich kann das zu den Eltern kopieren. Und wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, dann sehe ich hier in dieser Übersicht, das ist ja die Spalte mit den Quellen, unter Quellen, da ist ein X bei Religion, ich habe da was eingetragen und bei Geburt ist auch diese Quelle hinterlegt. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil sonst müsste man sich durch die ganzen Ereignisse klicken, um zu sehen, wo habe ich eigentlich schon eine Quelle hinterlegt. Und wenn ich jetzt die Eltern aufrufen würde, den Vater, dann ist hier oben eine Quelle, die ist jetzt hier noch ziemlich bei allgemein hinterlegt. Die könnte ich theoretisch jetzt hier auch kopieren, dass man sagt, ja, das war jetzt keine allgemeine Quelle, das war ja schon genau der Beruf genannt, die Religion von dem Vater und sein Name und das war als Quelle. Und dann habe ich ein und dieselbe Quelle an drei Stellen jetzt hier hinterlegt bei dieser Person. Also sehr einfach auch Quellen zu hinterlegen. Nochmal ganz kurz gezeigt, Quellen hatten wir, Plausibilitätsprüfung vielleicht nochmal ganz kurz gezeigt, Plausibilitätsprüfung. Haben andere Programme auch. Wir haben einen Eingabefehler gehabt. Wir haben das Geburtsdatum 1906, das Taufdatum 1905. Passt natürlich nicht. Und ich kann hier unter mehr, weil ich habe ja neuerdings auch eine Aufgabenverwaltung hier bei mir mit drin. Ich kann das als Aufgabe per Person eintragen.
könnte das jetzt übernehmen und sagen, ja, ich möchte das eintragen. Und dann hätte ich jetzt bei dieser Person eine Aufgabe eingetragen. Wenn ich jetzt hier ganz viele Einträge hätte, wäre das vielleicht sinnvoll. Angenommen, ich kriege hier 100 Eintragungen, dann verliere ich da sonst schnell den Überblick und dann trage ich das als Aufgabe bei den Personen ein. Ich habe hier oben auch eine Aufgabenverwaltung, kann ich gleich nochmal reinklicken. Und ich kann auch von dieser Seite aus hier, wenn ich die markierte Person direkt aufrufen will, brauche ich nur auf den Key klicken und ich lande direkt bei der Person und kann jetzt hingehen und sagen, oh ja, da ist das Datum, ich ändere das. Ganz kurz erwähnt auch nochmal die Aufgabenverwaltung. Da habe ich jetzt diese eine Aufgabe drin, kann von hier aus auch dann zu der Person springen. Also da sind schon ein paar gute Möglichkeiten dabei. Jetzt wollen wir noch ganz kurz mal eine Liste sehen, eine Ahnenliste. Ich klicke einfach nur auf das Symbol Liste, wähle hier mal die Ahnenliste aus. Das macht bei diesen paar Personen, die sind ja auch so nur die Generation gefühlt. Es wird immer gleich vorgeschlagen, die Person, hier in diesem Fall Manfred Mann, weil der gerade markiert ist und auch die jüngste Person. Ich habe ja zwar mehr Personen eingegeben, aber es ist immer gut, auch bei vielen 100 Personen immer welche vorgeschlagen zu bekommen. Das hilft ungemein. Ich hätte auch auf die Lasche alle Personen klicken können, um dann aus allen was auszuwählen. Bin immer Minna, Mann. Und sehen einfach mal eine Liste und ich möchte einfach nur mal zeigen, wir hatten Rufnamen eingegeben, der Hermann ist hier unterstrichen, also das funktioniert auch. Also der wird auch dann als unterstrichen gekennzeichnet. Und wir wollen das Ganze auch nochmal als Tafel sehen. Da nehmen wir mal die Ahnentafel, die bietet sich hier auch an. Und ich habe hier verschiedene Stile, aber wir nehmen hier was ganz Einfaches. Und weil wir ja noch gar nicht so viele Personen haben, auch wieder Mindermann als Ausgangsposition, als Ausgangsperson und habe dann hier in diesem Fall sogar mit Bildern eine Ahnentafel dann erstellt. Es gibt vielfältige Optionen. Optionen sind immer da, wo ich sie brauche. Ich kann das Hintergrundbild ausschalten. Ich kann die Personenbilder ausschalten. Ich kann es auch wieder einschalten. Also es gibt da vielfältige Möglichkeiten, um das nochmal richtig schick zu machen. Ich kann auch unter weitere Optionen kann ich auch direkt das Hintergrundbild selber aussuchen und beliebig das schön machen. Ich kann die Schriftarten ändern. Alles nichts Besonderes. So. Das erstmal nur so zu dem Einstieg, um mal zu sehen, was ich dann mit der Software machen kann. Ich sehe hier oben immer hinter dem Namen ein kleines, ganz kleines Sternchen. Heißt, ich habe da noch nicht gespeichert, beziehungsweise wenn ich jetzt schließen würde, würde er fragen nach dem Speichern. Ich speichere diese Datei einfach mal der Vollständigkeit. Ich habe sicherlich nicht alle Funktionen gezeigt, aber so kriegt man schon mal ein bisschen Gefühl dafür, was so möglich ist. Im Navigator kann ich auch die Generationszahl ändern. Ich habe hier Optionen, wenn ich mit der rechten Maustaste reinklicke, um nochmal was anzupassen. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten zu den Neuerungen jetzt einfach mal. Man muss dazu sagen, Ahnenblatt gibt es in diesem Jahr genau 20 Jahre, nämlich 2001 habe ich es veröffentlicht. Ich glaube, es war im Februar, also haben wir sogar 20-jähriges Jubiläum. Und die Version 3, das ist die erste Version, die kostenpflichtig ist, die gibt es seit 2 Jahren, nämlich seit Mai 2019, da war die 9 drin. 2019, also genau seit 2 Jahren, gibt es die kostenpflichtige Version 3. Seit es die Version 3 gibt, gab es, wir haben ja hier die 3.25, gibt es 25 Updates, also in 25 Updates in 24 Monaten. Es ist schon enorm, was hier an Entwicklung geleistet wird, sage ich einfach mal so, auch wenn man Eigenlob eigentlich vermeiden sollte. Ich bitte nur jeden oder jeder kann ja für sich selber mal im Kopf überlegen, was er an Änderungen in seiner Software, an neuen Funktionalitäten in den letzten 2 Jahren so erlebt hat. Ich versuche mal, da durchzugehen, was ich an Neuerungen gebracht habe und habe eigentlich überlegt, wo fange ich eigentlich an mit den Neuerungen, die ich dann zeigen möchte und bin eigentlich zum Schluss gekommen, wir versuchen das einfach mal, dass wir bei den neuesten Änderungen anfangen und uns dann so in die Vergangenheit arbeiten. Das wird vielleicht nicht immer genau passen, aber dann habe ich wenigstens die neuesten Neuerungen geschafft, sonst laufe ich womöglich aus der Zeit, das weiß ich nicht genau. So, also, was haben wir neu? In der Version 3.23, das ist auch im Mai gewesen, ist also noch gar nicht so lange her, war neu eine Liste, die nennt sich Taufpaten. Ich habe dazu mal eine Datei vorbereitet. Ich hoffe, ich finde sie mal eben. Natürlich habe auch ich Dateien vorbereitet. Jetzt kommt es genau auf Paten. Wir öffnen sie einfach. Per Drag and Drop kann man hier einfach so reinziehen und dann wird sie geöffnet.
Und wir gucken uns einfach mal an. Liste oft nachgefragt von Anwendern. Also viele Änderungen, die ich gemacht habe, basieren eigentlich auf Anwenderwünsche. Hier auch, Anwender haben gefragt, mach mal eine Liste Taufpaten. Ich habe überlegt, was braucht eigentlich eine Liste Taufpaten so? Was ist da eigentlich Besonderes? Und habe hier drei Sortierungsmöglichkeiten. Man kann sortieren nach Taufen, also chronologisch, entweder alphabetisch nach dem Täufling oder alphabetisch nach den Taufpaten. Wir machen es mal erstmal chronologisch nach den Taufen und haben dann angefangen, das ist jetzt die gesamte Liste, wir können auch die gesamte Seite, es ist noch ein bisschen dünn, es ist eine kleine Beispieldatei, es sind hier nur 5 Taufen in dieser Liste drin, die hört also da also schon ziemlich bald auf, aber wir sehen schon anhand des Datums 1843, 1892, es geht also aufsteigend aus der Vergangenheit zur Jetztzeit und habe hier also dann den Tauf Ort und das Datum, Täufling und den Taufpaten hinterlegt. Das Ganze nochmal schließen, nochmal neu aufrufen. Ich kann hier auch nochmal alphabetisch nach Täufling oder alphabetisch nach Taufpaten. Wir machen mal das letzte hier und rufen das mal auf und sehen dann hier die Liste nach Taufpaten. Taufpaten sind ja mehr als Taufen selbst. Also haben wir auch mehr in dieser Liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und man muss dazu sagen, das mag vielleicht erst auf den ersten Blick vielleicht wie ein kleiner Fehler vorkommen oder so. Wir haben hier ein bisschen Unterschied. Wir haben hier an dieser Zeile, sagen wir mal, die ersten beiden Zeilen, den Josef Beckmann und die Dorothea Esser, haben wir einzelne Personen, bisschen noch mit Lebensdaten dahinter in Kurzfassung. Aber hier kommt ein Ewald, Kowalski, Emma Brandt und Peter Schmidt. Und das sind ja eigentlich drei Namen, die in einer Zeile stehen. Dazu muss man sagen, Ahnenblatt kennt zwei verschiedene Arten, wie man Taufpaten hinterlegen kann. Wir haben den Martin Kowalski, den rufen wir einfach mal auf. Es geht um den Martin Kowalski, der da getauft wurde. Martin, okay. Wir rufen den auf, ich kann hier auch einen Doppelklick reinmachen, einfach mal in das Fenster hier mit den Infos. Und dann sehe ich hier bei Daten unter Taufe, Taufpaten. Es gibt hier zwei Reiter, und zwar einmal den Reiter Text, dann kann man genau das eingeben, was in dem Kirchenbuch so drin stand. Da stehen ja manchmal auch vielleicht Berufe drin oder so, oder wo die herkommen, aus welchen Orten. Oder ich kann direkt Person zuordnen und müsste dann hier über das Plus-Symbol Person auswählen und dann ist die hinzugefügt. Es ist nur so, das steht hier auch unter Info, die Taufpaten entweder als Text oder als Person eingeben, sonst würde ich sie in Listen womöglich doppelt sehen. Also wenn ich jetzt die drei Personen, Ewald Kowalski, Emma Brandt und Peter Schmidt, nochmal als separate Personen hinzufüge, vorausgesetzt immer, ich habe sie auch in meiner Familie schon eingegeben, das können ja auch irgendwelche Nachbarn sein, die eigentlich gar nicht in diese Familie direkt reingehören, aber angenommen, ich hätte sie nochmal genannt, dann würden sie in irgendwelchen Listen nachher doppelt erscheinen, das sieht ja auch nicht so schön aus. Ich kann das aber auch irgendwann rauslöschen und sagen, ich lösche die hier aus, den Text raus und nehme nur die Person. Also das geht auch. Das ist schon mal die Taufpatenliste. Wobei bei den Taufpaten, bei der Liste, habe ich mir dann auch überlegt, wenn ich immer mehr Listen habe, wäre es ja vielleicht auch ganz cool, wenn man hier die Seitenzahl einfügen könnte. Das gab es vorher wirklich noch nicht. Ist eigentlich trivial, wo man sagt, das ist doch eigentlich auch eigentlich offensichtlich, dass man auch Seitenzahlen haben sollte. Die kann man ja einmal ausschalten. Man kann hier die Anfangsseitenzahl, das habe ich auch in anderen Programmen so noch nicht gesehen, aber man kann die Anfangsseitenzahl bestimmen. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt eine Taufpatenliste habe, die jetzt 5 Seiten lang ist, könnte ich jetzt eine andere Liste nehmen und die erst bei Seite 6 anfangen lassen. Dann könnte ich sie aneinander tun und hätte dann eine fortlaufende Seitenzahlnummerierung. Also das ist sicherlich noch ausbaufähig, dass man da irgendwie Listen kombiniert und aneinander hängt. Das könnte man auch automatisieren. Also da gibt es noch Möglichkeiten, die noch, hier ist auch unten noch weißer Platz, da gibt es auch noch Platz für weitere Listen. Also da wird vielleicht auch noch was kommen. Dann kam mit der Version 3.20, das war im März 2021, war die Ahnenwertung, ich brauche nur von unten nach oben vorzugehen hier bei den Listen, Ahnenwertung. Ich habe dafür auch eine eigene Datei vorbereitet, wie das so ist, warum soll es bei mir anders sein? Machen wir mal Ahnenwertung. Und zwar, wo habe ich die versteckt? Eine Menge Mu, das ist hier. Man will ja auch was sehen. Also eine größere Datei, man sieht ja längs oben unten immer eingeblendet. 1451 Personen haben wir, das ist schon mal ein bisschen mehr. Und dann wollen wir mal die Liste Ahnenwertung sehen. Und okay, sieht ein bisschen verwirrend aus. Wir wollen mal sehen, was das Ganze ist.
fordert sogar eine Startperson. Das ist die Alexandra Müller, das ist unsere Ausgangsperson, die ja auch angezeigt wurde gleich. Machen wir okay. Und dann kriegen wir sowas hier angezeigt. Und das ist eigentlich eine Darstellung, wie man relativ häufig auch im Internet findet, wo dann dargelegt wird, wie viele Personen habe ich eigentlich in welcher Generation, wie vollständig sind eigentlich meine Ahnen. Das ist irgendwie so ein Trend, kam, glaube ich, ursprünglich hat das mal in den USA jemand erfunden. Also man sieht hier zum Beispiel pro Zeile in der ersten Generation eine Person, logisch, ist auch bekannt. Also die Vollständigkeit dieser Generation ist 100%. Die Eltern sind dann zwei Personen, sind auch beide bekannt, auch 100%. Die Großeltern, vier Personen, alle bekannt. Ist fett markiert, weil das die letzte Generation ist, die noch vollständig ist. Dann in der vierten Generation habe ich die Urgroßeltern, da wären 8 möglich. Ich kenne aber nur 4 und 2 sind auch noch doppelt, weil da sind dann, habe ich Ahnenimplex auch schon dazwischen. Das wird hier mir auch gesondert ausgewiesen. Das sieht man eigentlich in der Praxis eher selten, dass diese Tabellen auch immer diese Doppelten nochmal ausweisen. Das ist hier aber auch möglich. Das geht dann runter bis zu 6., 7., 8., 9. und so weiter Generationen. Und es wird natürlich immer dünner. Ich habe in der 10. Generation 512, 4 Bekannte und davon sind 2 sogar doppelt. Also ich habe nur noch 4 Personen, die ich kenne, 512 könnte man kennen. So viel sind wären in der Generation möglich. Das sind also nur noch 0,8%. Danach weiß ich keine mehr. Das ist mal ganz interessant, um mal zu vergleichen. Ziel des Ganzen, so wie es im Internet immer ist, geht es immer darum zu wissen, wie viele Personen, wie vollständig bin ich eigentlich in der 10. Generation. Das kann ich hiermit abbilden. Ich kann die Liste nochmal schließen oder Liste ist es ja eigentlich gar nicht. Die Ahnenwertung kann ich auch farbig darstellen. Ich kann die Generation auch begrenzen. Ich kann diese Doppelten anzeigen lassen, wenn vorhanden. Ich kann sie immer anzeigen, dann sind es oftmals vielleicht auch Nullen oder ich kann sie nie anzeigen. Ich kann auch jede Generation separat, ich kann sie auch mal summieren. Und farbig ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, machen wir einfach mal. Das sieht dann so aus, dass ich wirklich dann dunkelgrün dargestellt habe, die letzte 100% Generation. Davor ist ein bisschen heller grün, dann wird es dunkelrot für die erste Generation, die 100% jetzt nicht mehr erreicht und danach wird es dann etwas heller rot. Ich habe hier auch noch mein Datum drin, damit ich, wenn ich das dann ausdrucke, auch weiß, wann ich das gemacht habe. Ich habe hier jetzt summiert gewählt, das heißt also in der ersten Generation habe ich eine Person, in der zweiten Generation habe ich eigentlich 2 Personen, aber summiert sind es halt schon 3. Genauso hier mit den Großeltern 7, weil ich die Generationen alle untereinander aufsummiere, dann wird es natürlich auch, dann sieht es ein bisschen anders aus hier und dann lande ich hinten bei 10 der Generation bei 6,2%. Ich kann natürlich Listen, das ist bei allen Listen so möglich, das ist nichts Besonderes, auch als HTML, Word, Rich Text Format, als Textdatei oder als PDF-Datei auch speichern können wir mal machen, wir machen eine PDF-Datei und ich muss also nicht immer alles gleich auf Papier bringen, wir schonen die Wälder und nehmen einfach eine PDF-Datei und können das auch als PDF-Datei hier einfach mal öffnen und speichern und mir mal zur Seite legen und dann mal im nächsten Jahr gucken, wie weit bin ich da eigentlich gekommen. Bin ich da irgendwo vorangekommen, in welcher Generation fehlt es mir eigentlich? So, das kam im März dazu. Dann im Dezember haben wir noch ein paar Listen dazu. Da ging es ja nur so um Listen anscheinend. Mutterstamm, Stammlinie und Spitzenahnen. Die sind als Listen neu hinzugekommen. Und das sind jetzt separate Listen hier, die eigentlich indirekt über die Ahnenliste und hier gibt es Optionen und da war das eigentlich auch schon möglich, aber das findet keiner, so nochmal auf Option zu klicken, ist vielleicht nicht so eingängig, aber Spitzenahnen wird oft oder gerne verwendet, habe ich in der Vergangenheit auch mal gerne verwendet. Da werden zum Beispiel nur die letzten bekannten Personen des Ahnenbaumes quasi angezeigt, die letzten Äste. Ich habe hier immer voreingestellt, die letzten 2 Generationen. Es werden also nicht die allerletzten Spitzenahnen angezeigt, weil zu denen habe ich oftmals gar keine Daten und dann habe ich da vielleicht noch Kinder und da habe ich vielleicht noch eine Taufe oder irgendwas nochmal oder ein Ort zumindest stehen. Kann ich hier auch relativ schnell dann aufrufen und dann ist das eine Spitzenahnenliste, wo ich dann in den einzelnen Ahnenreihen, also das sind alles Personen, die maximal nochmal ein Elternpaar haben, aber dann hört es auch schon auf und da sehe ich dann nochmal Orte und so weiter. Also da habe ich eine schöne Auswertungsmöglichkeit, um vielleicht als mit der Liste mal loszugehen, auch in ein Archiv oder so, wo ich dann nochmal suchen muss. Was hatten wir da noch? Wir hatten noch in der Liste Stammlinie und Mutterstamm. Das wird hier oben ja auch immer erklärt. Erstellung einer Liste der männlichen Vorfahren. Also hier wird dann immer nur die Person, Vater, Großvater und also nur die männliche Linie dargestellt. Das sehen wir hier dann. Alexandra, dann der Vater.
Großvater und so weiter, Urgroßvater und so weit, wie es halt geht. Es geht halt nur bis zur Person 16. Das ist diese Kikulé-Nummerierung, sollte dem einen oder anderen auch schon bekannt sein. Ist also nicht fortlaufend nummeriert, also die 3 fehlt jetzt hier nicht. Genauso können wir das mit dem Mutterstamm machen, den gibt es hier auch. Ich kann auch die Geschwister als Probanden, aber ich habe hier keine Geschwister bei der Alexandra Müller, die ist ja, glaube ich, hat keine Geschwister. Also, naja, ich kann Quellen und Notizen könnte ich ein- oder ausblenden, aber das ist bei, sind Einstellungen hier unten, die bei allen Listen möglich sind. Und dann schauen wir uns mal an, Mutterstamm sind halt nur die Mütter. Das sind halt andere Nummerierungen, die sind dann ungerade, 1, 3, 7, 15 und so weiter. Da haben wir sogar ein bisschen mehr. Bei den Herren kamen wir nur bis 16, hier kommen wir sogar bis 63. Also sind wir schon ein paar Generationen weiter. Auch neu war, im Dezember 2020 hatten wir auch nochmal dazu, weil das ist jetzt ja nur als Text, kam neu dazu, die Tafelvarianten Mutterstamm und Stammlinie. Und wenn man das eben schon gesehen hat, Stammlinie als Liste, sind ja nur die Herren gewesen oder nur den Mutterstamm, kriege ich das auch nur als Liste. Und ich nehme mal den Mutterstamm, das waren ja ein paar mehr Personen, auch wieder die gleiche Ausgangsperson. Und dann sieht das so aus. Und dann sind dann logischerweise nur die Mütter. Ich habe hier keine Bilder hinterlegt, ich kann Standardbilder hinterlegen lassen. Ich kann die auch wechseln. Das sind jetzt die Damen, die hier angezeigt werden. Sieht ein bisschen langweilig aus als Tafel, aber ich habe auch noch die Möglichkeit, wenn ich das nochmal aufrufe, hier gibt es ja noch Optionen, entweder alle Eltern anzeigen oder alle Geschwister oder beides. Bei alle Eltern, das sehen wir hier mal eben, alle Geschwister haben wir jetzt, sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich verfolge wirklich nur die weiblichen Personen weiter, habe hier die Person, die Ausgangsperson oben mit dem Ehepartner, dann die Mutter mit Ehepartner und die Geschwister der Mutter, dann wieder die Eltern der Mutter, auch die Eltern und die Geschwister der Mutter und immer wieder hangel ich mich von Mutter zu Mutter und bin bei der ältesten Mutter an der Linie, an der Stelle, ganz unten hier. Also das ist dann der Mutterstamm. Wenn man das dann sieht als Tafel, auch mit den Geschwistern und den Ehepartnern, das wirkt dann schon ganz anders und das macht schon mehr her. Umgekehrt könnte man das auch mit den Herren machen. Das wäre dann die Stammlinie. Die könnte ich dann genauso auch mit Eltern und Geschwister. Wir können hier auch wechseln, hier die Rahmenarten oder so. Ja, wechseln wir mal was hier. Was wir noch schicken sehen. Also da bin ich frei in der Darstellung. So sieht das dann aus als Tafel. Jetzt sind wir schon im Dezember. Jetzt hangeln wir uns weiter zum September. Da kam nämlich auch eine neue Tafelart. Es gibt nämlich hier 2 Tafelvarianten, die ich zeigen wollte. Das ist einmal gemeinsamer Vorfahr und die Verwandtschaftslinie. Aber wir fangen mal an mit dem gemeinsamen Vorfahren. Und den gemeinsamen Vorfahren, da haben wir auch schon wieder, ich habe da mal was vorbereitet, wie der Chefkoch sagen würde, oder der Fernsehkoch. Dann nehmen wir mal eine Tafel und zwar, das wird dem einen oder anderen vielleicht ja bekannt vorkommen, die Person, dessen Tafel wir jetzt aufrufen. Ach, da war eine Änderung, das möchten wir jetzt nicht speichern. Diesen Herrn kennen Sie vielleicht, das ist der gute Barack Obama. Und ich habe hier im Internet gratis gefunden, wirklich eine Gitcom-Datei von Barack Obama mit seiner gesamten Familie. Und da fiel mir auf, das, machen wir mal hier zu, und zwar war auch diese Person vorhanden, unter dem Namen Bush, George Walker Bush, kommt vielleicht bekannt vor, George W. Bush eigentlich, wie man ihn immer nennt. Diese Person in der Datei, die eigentlich Barack Obama heißt, was hat das denn zu bedeuten? Und wir können uns eigentlich auch mal anzeigen, die, jetzt mal als Tafel, gemeinsamen Vorfahren. Wir haben die gemeinsamen Vorfahren oben, alle Eltern, alle Geschwister. Na, wir machen es mal einfach, wir nehmen mal nur die Eltern, um nicht zu viel zu verwirren. Und ich sag mal okay. Und das ist auch mal ganz cool. Ich kriege hier auch gleich die Person angeboten, nämlich die Person, die Startperson der Datei ist, die mir gleich beim allerersten Aufruf gezeigt wurde. Und die Person, die ich jetzt hier gerade aufgerufen habe, habe also den George Bush hier drin und habe den Barack, sonst müsste ich hier über diese Punkt-Punkt-Punkt-Personenauswahl mir die Person einzeln auswählen. So geht's auch. Bietet Ahnblatt automatisch an. Wir wollen mal sehen, sind sie tatsächlich verwandt und es wird tatsächlich was angezeigt. Und sonst würde eine Meldung kommen, kein gemeinsamer Vorfahren gefunden. Man kann nicht zu beliebigen Personen einen gemeinsamen Vorfahren finden. Und wir sehen hier, die sind in der gleichen Generation. Dann sehen wir darüber die Eltern, die Großeltern und so weiter. Wir haben auch viele mit Bildern hier drin. Also mit den Bildern drin müsste ja dann von dem George W. müsste ja
der George Bushstein und da ist auch als Bild mit drin, okay. Und wir hangeln uns sofort und wir sehen hier auch schon, weil man vielleicht auf den ersten Blick denken würde, naja, ein farbiger und weißhäutige Person, wie können denn die miteinander verwandt sein? Aber der Barack Obama hatte eine hellhäutige Mutter und dann geht das so weiter nach oben durch und dann sind sie verwandt bis nach oben hin, bis zu einem Samuel Hinckley und Sarah Sewell. Also mit den beiden sind diese beiden verwandt. Die haben also einen gemeinsamen Vorfahren. Wer hätte das gedacht? Das hätte man vorher auch nicht gewusst. Dann habe ich noch eine zweite Beispieldatei. Und rufen wir auch mal auf. Das ist nämlich auch nochmal ganz spannend. Die hat schon mal einen interessanten Namen. Die heißt schon mal Elvis to Churchill. Und wir sehen hier schon mal Elvis Presley haben wir hier. Und wir haben in der Datei, rufen wir mal hier zu, auf den Churchill, und zwar den Winston Churchill. Den haben wir auch drin. Ne? Elvis Presley und Winston Churchill in einer Datei. So, jetzt wollen wir mal sehen. Gemeinsamer Vorfahren wir hier. Oben alle Eltern, meinetwegen, und wir legen mal los. Ja, werden auch gleich angeboten. Super, perfekt. Kein gemeinsamer Vorfahren vorhanden. Die sind also nicht direkt, also quasi nicht blutsverwandt. Okay, alles klar. Haben also keinen gemeinsamen Vorfahren. Aber, das kam eigentlich erst dann später, im September 2020 mit der Version 3.16, Verwandtschaftslinie. Das ist, wir nehmen hier auch mal alle Eltern dazu. Das ist so eine Disziplin, die in den USA gerne verwendet wird, um zu sehen, bin ich eigentlich mit irgendeinem Prominenten verwandt? Und das, so eine Funktion ist das jetzt hier. Sieht vielleicht ein bisschen verwirrend aus, hätte vielleicht noch Personen weglassen sollen. Machen wir mal weniger Personen. Wir nehmen mal die Eltern weg, nicht, dass wir die komplett alle sehen. Und man sieht hier schon, ich habe hier von Winston Churchill die Vorfahren, also die Mutter. Man sieht es auch schön an der Farbe hier. Ich habe hier farbige Rahmen gewählt. Dann gibt es zweimal oder dreimal, viermal die männliche Linie. Dann einmal verheiratet und deshalb auch schon nicht mehr blutsverwandt. Einmal die Angeheiratete, die Ehepartnerin. Dann davon nochmal hier die Mutter, die mit jemandem verheiratet ist, der dann wieder Nachkommen hat, der wieder verheiratet, wieder Vorfahren. Und es geht also vor, zurück. Aber es gibt eine gemeinsame Linie, die sich hier in dieser Datei wiederfindet. Und dann kann man sagen, ja, ich bin dann mit Elvis oder mit Churchill verwandt über so und so viele Ecken. Das ist dadurch dann darstellbar. Das sind also auch, war auch ein Wunsch von einem Anwender, der sagte, Mensch, habe ich irgendwo gesehen, es gibt eine Software, die sowas kann. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob es eine Online-Software war oder so. Und das habe ich hier dann auch mal so nachgebildet. Funktioniert auch nicht immer. Nicht immer sind zwei Personen miteinander verwandt oder das lässt sich darstellen. Wenn die nicht miteinander verwandt sind, gibt es auch eine Fehlermeldung, dass es nicht geht. Aber so sieht man, dass Elvis Presley und Winston Churchill, also Presley geboren in den USA, Winston Churchill, ja ein Brite, dass die eigentlich miteinander sogar verwandt sind. Gut, in der Version, in dieser mit der Verwandtschaftslinie ist auch dazu gekommen, dass ich Farbkodierungen und eine Kennzeichensuche habe. Farbkodierung ist was eigentlich mit diesem Navigator auch schon gekommen ist. Ich kann hier über diesen Farbeimer eine Farbkodierung einschalten und ich kann hier eine Farbkodierung neu setzen. Und das heißt eigentlich, dass ich hier die Ausgangsperson, bei der ich das jetzt einschalte, dunkelblau gezeigt wird. Hellblau dann die väterliche Linie, bei der mütterlichen Linie ist es dann rot oder es geht dann da bei der großmütterlichen Linie sogar dann ins Gelbe. Hier wäre auch noch grün möglich bei der väterlichen Linie, das kann ich ein- und ausschalten. Ich kann es auch wieder entfernen. Das war eigentlich nicht das Neue in der Version, sondern es war eigentlich nur neu, dass es hier auch dargestellt wird im Eingabedialog. Da habe ich auch nochmal so einen blauen Balken bei der Person. Und wenn ich jetzt zur Mutter wechsle, dann ist hier jetzt ein roter Balken. Ich hoffe, das sieht man jetzt hier neben dem Foto, ist es hier so ein roter Balken. Es ist sehr dezent dargestellt, aber ich habe eine Farbmarkierung. Es ist dafür eigentlich gedacht, wenn man hier, man kann ja in diesem Navigator, kann man ja hier durchklicken, um dann zu wissen, wie komme ich eigentlich wieder zurück, habe ich immer dann als Merker quasi, wo ist dann eigentlich meine Ausgangsperson, sehe ich eigentlich immer, gut, jetzt ist es hier relativ einfach, ich habe nur mal ein Kind, aber wenn ich jetzt mehrere Kinder hätte, würde ich sehen immer, zu der muss ich jetzt zurück. Wir können auch mal eine andere Beispieldatei nehmen. Wenn ich jetzt hier die Farbkodierung einschalten würde, habe ich hier Markierungen. Die Kinder sind dann in so einem Rosaton dann dargestellt. Und wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, zu einer Person wechseln würde, möchte wieder zur Ausgangsperson, hier sieht man es besser, hier sind drei Kinder und dann ist eine mit so einem blauen Markierung.
damit ich schneller wieder weiß, wo ich dann hin muss, falls ich mich dann mal im Navigator verlaufen habe. Ansonsten komme ich ja auch hier über dieses Zurück-Button zu der Ausgangsperson zurück. Und ich kann das auch in Tafeln anwenden. Ich könnte jetzt hier eine Ahnentafel erstellen und könnte sagen, okay, hier in mittig gibt es noch einen Reiter. Der wird oft übersehen hier, Daten. Und ich kann bei Daten auch auswählen, was dargestellt werden soll, ob nur Rufnamen dargestellt werden sollen. Ich kann das mal einschalten, vielleicht auch Platzgründen, möchte ich einen Ruf haben. Und da habe ich die Möglichkeit, die Farbkodierung auch zu aktivieren. Ich weiß jetzt nicht, das würde sich wahrscheinlich so ein quadratischer Rahmen irgendwie besser eignen. Wir wählen mal was Quadratisches aus. Da wird man es vielleicht ganz gut sehen. Und Josef, das ist die Ausgangsperson. Und habe jetzt auch einen Farbbalken mit drin. Und gut, ich habe jetzt hier bei der Wahl, die ich getroffen habe, hab jetzt auch noch, wird auch seine Partnerin mit der Familie angezeigt. Die war jetzt nicht markiert, die hätte ich jetzt auch ausblenden können. Aber ich sehe jetzt die Farbmarkierung, da ist es vielleicht ganz schön zu sehen, auch grafisch dann mal, dass die Ausgangsperson dunkelblau und dann ist die väterliche Linie hier halt im hellen Blau und dann geht es hier ins Grüne bei der Mutter des Vaters und da haben wir hier eine rote Linie und eine gelbe Linie. Also das ist so eine Farbe, ja, ein Farbschema, was eigentlich in der Ahnenforschung sehr anerkannt ist und auch von vielen anderen Programmen auch verwendet wird, diese Farben von Blau, Grün, Rot und Gelb. Dann ist auch neu hinzugekommen in der Version eine Kennzeichensuche. Klingt auch wahnsinnig spannend. Viele Ahnenforscher, habe ich festgestellt, die orientieren sich bei der Ahnenforschung, bei den Personen nach einem Nummernsystem. Das kann jetzt ein eigenes sein, das kann ein Nummernsystem sein, was das Programm vielleicht vorgibt. Ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit, über das Plus-Symbol, das ist wieder der vollständige, hier unten steht es vollständig, der vollständige Eingabedialog, über das Plus-Symbol eigene Ereignisse zu hinterlegen. Und ich habe hier ein eigenes benutzerdefinierte ID. Könnte ich bei jeder Person hinterlegen, wenn die mir automatisch eingeblendet werden soll, dann sage ich hier zu den Favoriten hinzufügen, dann wird mir die automatisch, wenn ich eine neue Person anlege, immer angezeigt, kriegt hier so ein Sternchen. Und dann kann ich da eine eigene Nummer hinterlegen und könnte jetzt anfangen, selber irgendwie 1, 2, 3 oder weiß ich was, kann ja auch irgendwas mit Buchstabenkombination oder was immer auch, kann da was hinterlegen, eigenes System, was ich verwende und habe vielleicht meine Fotos, die ich wirklich in Papierform habe, nach diesem Nummernsystem irgendwie verwaltet oder sowas, wäre möglich. Wird mir hier aber jetzt nicht angezeigt. Und dafür gibt es nämlich die Möglichkeit, und das war dann auch neu in der Version, dass ich, das ist dann immer unter Extras, Optionen, habe ich immer alle Optionen, die es so gibt. Und da gibt es hier unten Namensdarstellung. Das ist ja, die Optionen sind alle nach irgendwelchen Kategorien hier sortiert. Und bei Namensdarstellung habe ich die Möglichkeit, das war neu halt, kein Kennzeichen zu setzen hinter dem Namen, also nach dem Namen. Hinter dem Namen wird dann entweder kein Kennzeichen gesetzt, das ist jetzt der Fall. Ein internes Kennzeichen, das ist das, was das Programm automatisch vergibt, oder ein benutzerdefiniertes Kennzeichen. Das habe ich jetzt aber einer Person nur hinterlegt, aber das aktivieren wir mal. Jetzt kann ich hier auch noch sagen, ob das Kennzeichen auch in Ausgaben verwendet werden soll. Vielleicht stört das beim Drucken doch eher, weil das möchte ich der Verwandtschaft zeigen, ja. Können mit meinen internen Nummern gar nichts anfangen, kann ich ein- oder ausblenden oder im Navigator anzeigen. Da haben viele gesagt, ja, ich möchte es mal sehen, aber eigentlich im Navigator stört mich das eher, aber ich aktiviere das jetzt mal und dann sehe ich dieses Kennzeichen, was ich eingegeben habe, 1, 2, 3, 4. Ich habe bei den anderen leider noch nichts eingegeben. Ich müsste jetzt hergehen und sagen, okay, jetzt gebe ich hier auf, benutzerdefinierte ID habe ich als Favorit gesetzt, wird jetzt standardmäßig immer eingeblendet, auch wenn da noch nichts steht und könnte jetzt loslegen und könnte hier jetzt auch was eingeben. Und dann wird mir das auch angezeigt. Die Möglichkeit habe ich auch. Oder ich habe, und das hatte ich hier ja auch kurz in den Optionen, internes Personenkennzeichen, das ist nämlich, was automatisch vergeben wird, was Ahnenblatt automatisch vergibt. Jeder Person wird nämlich eine Nummer zugeordnet. Und das nehme ich mal. Und dann sieht das so aus. AB steht für Ahnenblatt, Doppelpunkt, und dann steht hier I6. Also das ist die Person I6, das ist eine Person I9, I5 und so weiter. Also die haben alle durch das Programm, auch jede Person, die ich neu anlege, kriegt dann automatisch so eine Nummer. Kann auch ganz hilfreich sein. Und damit ich auch Personen suchen kann, gibt es halt die Möglichkeit der Kennzeichensuche. Suche gab es auch vorher schon. Ich habe hier eine Volltextsuche drin. Da kann ich in allen Feldern suchen nach irgendeinem Begriff, nach einem Ort, nach einem Beruf oder was immer auch, nach einer Konfession. Und ich habe auch die Möglichkeit, jetzt nach Kennzeichen zu suchen und könnte sagen, okay, ich möchte mal suchen nach, ich weiß nicht, 54. Ich sehe die hier. Das müsste die Dorothea Esser sein. Also suchen wir mal nach der Suchbegriff beliebig.
Also das heißt nicht unbedingt, dass das am Ende sein muss. Also er würde mir auch 254 ausgeben, wenn ich das möchte. Und er sucht hier in dem internen Personenkennzeichen. Er soll mir die Trefferliste vorab anzeigen. Alles klar, mach mal. Und dann zeigt er mir die Dorothea Esser. Also so kann ich relativ schnell auch eine Person finden. Und dann, wenn ich mich mit den Nummern vertraut gemacht habe und kann jetzt auch anfragen. Die kann ich jetzt nicht, das weil es interne Nummern sind, die kann ich jetzt nicht vergeben, das macht das Programm automatisch. Die kann ich nicht beeinflussen und ändern, das ist so nicht vorgesehen, dass man da ändert. Dann müsste man die benutzerdefinierte ID nehmen, wenn man alle komplett selbst bestimmen möchte. Ansonsten, gemeinsame Vorfahrt hatte ich auch schon gezeigt, wir sind eigentlich schon fast am Ende, aber ich kann noch zwei kleine Sachen zeigen. Wir haben neu gehabt, auch in der Version 3.15, das war im August letzten Jahres, haben wir bei den Personenblättern, die sind ja relativ auch beliebt, weil ich dann zu einer Person, das kann ich hier immer aufrufen, rechte Maustaste auf eine Person und dann das Personenblatt erstellen und dann wird das Blatt einer einzelnen Person mit allen Daten dann dargestellt. Das schließe ich jetzt mal wieder hier. Und ich kann über Liste, kann ich auch Personenblätter von allen Personen, jetzt fehlt mir hier eine Option, kann das hier auch darstellen. Und bei der Familienliste gibt es jetzt Filtermöglichkeiten. Familienliste ist eine Liste, wo alle Personen einer Familie dargestellt werden. Und ich könnte jetzt hingehen, ich habe jetzt hier in meiner Familie, das habe ich jetzt dummerweise so weit aus dem Bild geschoben, 61 Personen habe ich hier. Ich möchte jetzt gar nicht alle 61, oder vorhin hatten wir eine Datei mit 1400 Personen, ich möchte gar nicht alle Personen ausdrucken, sondern kann hier auch noch filtern und kann sagen, okay, ich filter mal nur bestimmte Geburtsnamen, nur bestimmte Ereignisse, kann dann hier auswählen. Die und die Ereignisse möchte ich nur sehen. Ich kann sie alle abwählen und sagen, ich möchte nur Beruf und Bildung haben, irgendwie sehen. Ich möchte vielleicht nur bestimmte Orte auswählen. Das kann dann interessant sein, wenn ich dann auf dem Weg in ein Archiv bin. Kann dann sagen, okay, zeig mir mal alle an, also mich mal keine markieren. Und alles, was mit Hamburg ist, möchte ich sehen, Hamburg. Und ich habe hier sogar Hamburg ein Viertel nochmal drin stehen. Alles klar, das interessiert mich. Sub. Und erstelle dann eine Familienliste und bekomme dann wirklich auch nur die Personen dargestellt. Und das sind danach nicht mehr so viele, sind keine 61 Personen, kriege hier drei Personen dargestellt. Steht hier unten auch immer praktisch. Ich habe immer den Überblick, 61 Personen sind in der Datei drin, eine Seite wird mir angezeigt, drei Personen sind in dieser Liste. Und ich kann auch jede Liste dann abspeichern. Und ich kann auch jede Liste, hier geht es um Personen, auch als eigene Ahnendatei nochmal separat abspeichern. Wenn es darum geht, vielleicht die Daten auch weiterzugeben an andere. Die komplette Verwandtschaftsliste, das ist auch eine Sache, die oft gefragt wird. Das ist der Stil komplette Verwandtschaftstafel. Das gibt es hier bei der Ahntafel, bei der Stammtafel gibt es das auch. Komplette Verwandtschaftstafel spielt eigentlich keine Rolle, was ich da auswähle. Entscheidend ist dann immer, dass ich eine Person auswähle zwingend, die auch aus der jüngsten oder ältesten Generation kommt. Also machen wir doch mal, wir nehmen mal, ist egal, Ahntafel, Stammtafel, das Ergebnis sollte eigentlich ziemlich ähnlich aussehen. Wähle einfach mal aus, weil ich habe 61 Personen in dieser Datei drin und ich möchte auch wirklich alle 61 Personen mal zu Papier bringen. Ich nehme aber doch noch mal eine, sorry, dass ich ein bisschen springe, nehme doch noch mal eine andere Datei, die ich dafür vorbereitet hatte. Und das ist die Familie Kennedy mit 118 Personen. Wir nehmen einfach die Tafel, Ahnentafel, und zwar komplette Verwandtschaftstafel. Und jetzt wollen wir mal alle Kennedys sehen. Jetzt muss ich immer dazu übergehen und sagen, Personen vorschlagen, weil ich muss unbedingt zwingend eine Person aus der jüngsten Generation, das soll eine Ahntafel werden, aus der jüngsten Generation nehmen, sonst würde das nicht funktionieren. Ist momentan noch so. Ich lasse mir mal einen vorschlagen. Es wird diese Person hier vorgeschlagen. Alles klar, kein Problem. Es sind zwei Personen sogar doppelt dargestellt, aus Gründen der Optik. Und ich nehme mal ein bisschen ran hier. Wir sehen zum Beispiel, dass die Jackie Kennedy, also Jacqueline Bouvier, hier mit einer kleinen 2 gekennzeichnet ist. Der Pfeil, also wie so ein Tropfen, zeigt nach rechts. Da ist die Person auch zu sehen. Der zeigt nach links. Und es werden in der Tafel von den 118 Personen 86 Personen nur dargestellt. Warum eigentlich nur 86? Dann würde man losgehen und sagen, okay, es werden mir aus meiner Sicht nicht alle Personen dargestellt. Na doch, 118 müssen das sein. Was haben wir jetzt hier falsch gemacht? Wir machen das da nochmal in der Tafel. Eine Tafel, komplette Verwandtschaftsdaten. Das ist der Vorführeffekt hier. Nee, tatsächlich, es werden nur 86 dargestellt in 88 Rahmen.
Da bin ich jetzt auch ein wenig überrascht. Wir können auch mal die Stammtafel erstellen. Das ist das umgekehrte Pendant dazu, komplette Verwandtschaftstafel. Lass uns eine Person vorschlagen, die wir nehmen. Da haben wir jetzt 118 Personen. Das andere muss ich nochmal prüfen. Vielleicht ist dort der Programmfehler da reingerutscht. Keine Ahnung. Aber wir haben jetzt hier 118 Personen und 118 Personen sind auch an der Tafel dargestellt. 122 Rahmen sehe ich. Also da sieht man schon, es sind 4 Rahmen mehr. Es sind also 4 Personen anscheinend doppelt. Und was ich eigentlich eben nochmal kurz zeigen wollte, mache ich dann nochmal als allerletztes. Und zwar haben wir diese Datei hier. Auch eine Beispieldatei. Die Personen haben wir ja auch schon gesehen. Es sind 77 Personen, es sind da hinzugekommen. Vorhin waren es irgendwie 61. Wir machen das Ganze normal, Stammtafel, komplette Verwandtschaftstafel. Und jetzt wollen wir die 77 Personen alle auf einem Blatt sehen. Und ich lasse mir wieder eine Person vorschlagen. Es wird eine aus der ältesten Generation vorgeschlagen. Es ist eine Stammtafel. Ich klicke OK. Und es werden dargestellt, nicht alle 77, sondern nur 61 Personen. Mir werden hier also quasi 16 Personen unterschlagen. Und die Funktion kam eigentlich auch mit der vollständigen Verwandtschaftstafel dazu. Aber unter Extras Inseln zeigen. Was ist eine Insel? Eine Insel ist, sind verwandte Personen untereinander. Es sind hier 61 Personen untereinander verwandt. Es gibt aber auch noch 9, 4 und 3 Personen, Inseln, also Inseln mit so viel Personen, die untereinander zwar verwandt sind, aber nicht mit den übrigen 61. Oder diese 4 sind nicht mit den übrigen verwandt. Und diese 3 sind auch nicht mit dem Rest verwandt. Deshalb werden nur 61 Personen dargestellt. Ist einfach so, wie sollte er sonst generationsmäßig dann die anderen Personen da einfach einsortieren, nach Geburtsjahr oder was. Also das wäre ein bisschen abenteuerlich. Die gehören vielleicht auch gar nicht zusammen. Von daher werden die auch nicht miteinander dargestellt. Ja, das waren schon die Neuerungen der letzten Jahre. Ich habe vielleicht auch irgendwelche Kleinigkeiten übersprungen, aber ansonsten sind viele, viele Neuerungen dazugekommen, die es ganz normal mit einem Update gab. Da kommt also ein Programm-Update, völlig kostenlos und man installiert das und hat plötzlich eine neue Funktion. Und das zu einem einmaligen Preis der Software, den zahlt man einmal und dann kriegt man mit Updates auch mal eine neue Funktion. Ist schon eine tolle Sache. So, ich wäre damit mit dem Zeigen der Neuerungen eigentlich schon durch. Sag ich erstmal Danke. Ich bedanke mich von meiner Seite auch an den Verein und speziell an euch, dass ihr das organisiert habt und mir die Möglichkeit gegeben habt, mich so zu präsentieren und da Werbung gemacht habt. Und sag Dankeschön und bedanke mich an allen Besuchern und Zuhörern für das rege Interesse. Ja, vielen Dank an alle und auch an dich, Dirk. Ja. Und ich würde sagen, einen schönen Abend noch an alle. Ja, danke gleichfalls.